Ja, hallo und damit herzlich willkommen. So, also. Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown Daily Shop News und Combo Masteries mit Mini Mangai. So, wir gucken jetzt mal hier rein. Hier haben wir. Oh! Oh, wow! Mythic Dr. Zoidberg. Schnell wieder weg, schnell wieder weg. Lass bloß nicht dazu, ich lasse mich jetzt bloß nicht dazu verleiten, das zu machen. Nein, nein, das mache ich nicht. So, hier nach wie vor die Burobu Tire Box für das Burobu oder für die Burobu Challenge. Ja, halt alle Kombos drin, ne, die in irgendeiner Form jetzt momentan Sinn machen. Medicated Stewie, Burger Boss Bob. Und so weiter und so fort. Ja. Aber ich halte weder von der Challenge viel noch von von dieser Box. Also, dann gucken wir mal hier rein. Die Highschool Tire Box mit Highschool Bill. Die ist deutlich viel besser, habe ich aber auch ein separates Video dazu gemacht. Also momentan wahrscheinlich das beste Angebot im ganzen Shop. Dann haben wir hier den Mythic Brian mit Highschool Linda, Quahog Preschool, Henry Habitivator und Philip J. Fry. Ja, jetzt nicht ganz so. Ist okay, aber ist jetzt. Ja. Das Problem ist, dass man den Mythic Brian so nicht zusammenbekommt. Das ist halt das Schade. Das Schade ist das Schade, das ist das Traurige dabei. Hier Eugene Belcher ist natürlich auch die Frage gewesen, was macht momentan mehr Sinn, hier zweimal in Eugene Belcher oder einmal dieses Super Holiday Bundle. Wenn man jetzt hier sieht, hier gibt es einmal diese Super Mythic Stones, 100 Super Mythic Stones. Ja, aber kriegst du ja auch nichts letzten Endes dadurch zusammen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass du damit was zusammenkommst, war also 2000 Edelsteine. Und hier bekäme man 1000 Edelsteine und einen Level 1 Eugene Belcher. Letztlich ist es so, wenn man jetzt sieht, gut, hier gibt es einmal diese 100 Super Mythic Stones, aber eine zufällige Random Legendary Card und 2000 Gems. Hier hättest du zweimal den Eugene Belcher. Und 1000 Gems, 250 Gigawatts. Ich persönlich würde dieses Eugene Belcher Pack bevorzugen. Also anstelle jetzt hier von diesem Super Holiday Bundle zweimal das hier. Sei denn natürlich, man hat schon einen Eugene Belcher, dann brauchst du es wahrscheinlich nur einmal. Weil hier hast du eine zufällige legendäre Karte. Kann sein, dass die Sinn macht. Kann sein, dass du eben da kein Glück mit hast. Hier weißt du wenigstens, was du bekommst. Und Eugene Belcher ist echt nicht schlecht. Nur mit den 1000 Gems kannst du dann theoretisch hier noch die Highschool Tire Box holen. Für 700 Gems. Bis zu einem gewissen Tire. So. Also das nochmal zu dieser Frage, die da im Chat gewesen ist, oder beziehungsweise in den Kommentaren. Das nochmal hier dazu. Dann sind wir jetzt hier. Gems. Ja. Die Qbert Banjo Box. Hier haben wir natürlich eine Francine Smith, die maximal zum Recyceln Sinn macht, alles andere. Philip J. Fry ist natürlich gut. Also ich weiß ja, ich finde die Box jetzt nicht so prickelnd und die Supermodel Box hier ist natürlich Supermodel Roger ziemlich geil. Da ist auch schon Eugene Belcher mit drin. Klaus Heisler, kennt ihr ja meine persönliche Meinung dazu. Mr. Twilly, Zap Brannigan. Ghost Boy.
Ja, ich freue mich jetzt nicht wirklich auf das Kunst-BGE, also weil ich finde jetzt momentan zumindest, das kann ja sein, dass sich das dann ändert, aber aktuell finde ich, gibt es jetzt nicht so diese mega starken Kunst-Kombos, wie man sie jetzt von Educated gewohnt ist oder vorher von Animal zum Beispiel. Also, ja, muss man mal schauen. Ich freue mich jetzt nicht darauf, dass der nächste BGE Kunst sein wird. So, dann gehen wir mal hier in die Meisterschaft rein. Da sind wir dann auch schon. Und da sehen wir hier als nächstes oder als erstes Black and Orange Party. Ja, und das ist. Was habe ich denn jetzt gemacht? Jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Hä? Ah, da. Okay, sorry. Bin ich ein bisschen durcheinander gekommen. So, Black and Orange Party. Das ist das hier. Da haben wir einmal den Teddy. Dann haben wir hier Kostümkarten. Mythic Teddy mit Kostümkarten. Dann kommt dann rechts irgendwas raus mit einem Schild. Und ja, dieser Hammer da bedeutet eben, dass zum Angriff dauerhaft mit hinzukommt, wenn eine Combo gespielt wird. Ah, ich finde den jetzt nicht so toll. Also lohnt sich auf jeden Fall nicht dafür 500 Gems auszugeben. Der Burgerboss Bob ist natürlich eine ganz andere Hausnummer. Ja, schauen wir uns den mal an. Den habe ich früher schon ganz gerne gespielt, in dieser normalen Epic-Version Bob. Burgerboss Bob ist geil. So, Prescription Meat, Leon Petard, Hype No Toad, Toad Licking, Toad Licking, ja, Baked Evil Monkey. So, dann gehen wir runter zu der Mythic-Version. Und dann sehen wir da drüben, da kommen wir gut durch eine Mauer durch und haben 15-fach Grace, 16-fach Grace, 15-fach Grace, also 27 Angriff, 28 Angriff schon gleich in der ersten Runde. Dann bist du schon in der zweiten Runde hier bei 44. Das ist schon nicht so schlecht, würde ich mal behaupten. Aber 500 Gems würde ich jetzt trotzdem nicht für diese Combo ausgeben, um 10% stärker zu machen. Aber sie ist auf jeden Fall ganz gut. So, dann kommen wir zu einer Combo. Das war die allererste Combo, die wir bekommen haben. Die allererste Combo, die wir geschenkt bekommen haben, als hier diese Combo Masteries überhaupt ins Spiel gekommen sind. Der Dolphin Rider Peter. Also eine historische Combo, wenn du so willst. Die erste Combo Mastery, die jeder von uns geschenkt bekommen hat. Dolphin Rider Peter. Ja, muss jeder für sich selbst wissen. Also hier hast du natürlich Cheer All, was schon ziemlich stark ist. Na, Leech hast du auch. Und ja, gut, das Schild für alle. Bisschen eingeschränkt, aber. Ist auf jeden Fall eine mega interessante Sache. Aber auch hier würde ich jetzt wieder keine 1000 Steine für ausgeben. Ja, wobei, es ist natürlich schon reizvoll, aber nee. 1000 Steine, die bewahren wir uns lieber für andere Sachen auf. Dann haben wir hier hinten noch den Grand Theft Hank. Und der Grand Theft Hank. Ich meine, okay, Dolphin Rider Peter, das kann natürlich schon ein Matchwinner werden. Ne? Also, wenn man sich überlegt, wenn der am Anfang gespielt wird und man schafft es, ein paar Kombos nach rechts oder beziehungsweise ein paar Karten rechts auszuspielen und dann kriegen die alle den Push, das ist schon geil. Also. Grand Theft Tank ist der hier. Ist ein Hank Hill mit Gamer-Karten. Also,
Kommt halt ein Punch und Nietzsche raus. Die Karte sieht stärker aus, als sie ist. Großer Spielename, Grand Theft Auto. Und die Karte ist inzwischen nicht mehr so wirklich stark. Also, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt mir was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem Mann gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss. Achso, euch noch einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich hoffe, ihr habt schöne Geschenke bekommen und hattet eine gute Zeit zu Weihnachten. Ja, macht's gut, ne? Bis dann. Tschüss.